Alle werden ruhig, wenn jetzt hier auf dem Podium über Visionen und Tabus gesprochen werden soll. Ich freue mich, hier begrüßen zu können. Pavel Richter haben Sie ja schon erlebt. Konstantin von Notz, den sowohl Netz- als auch innenpolitischen Sprecher der Grünen in der Grünen Bundestagsfraktion. Ich will kurz dazu sagen, dass wir aus den unterschiedlichen politischen Richtungen Vertreter eingeladen haben und sind sehr froh, dass er zugesagt hat. Verena Metze-Mangold, Vizepräsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Gabriele Beger, die Direktorin der Universitätsbibliothek Hamburg, Karl von Ossietzky, und Rechtsanwalt und Partner bei iRights Lab, Till Kreuzer. Ich fand das heute ganz eindrucksvoll, wie Arvid Soth gesagt hat, wir sollten noch mal versuchen zu vergessen, dass ein bestimmtes Projekt von Google ist. In dem Moment dachte ich, sowas versuche ich jetzt auch mal. Ich mache mal das Experiment und bitte Sie alle zu vergessen, dass es das Internet gibt. Ich weiß, das ist schwer in diesem Kreis, aber versuchen Sie mal einfach das zu ignorieren und zu vergessen. Und dann erinnern Sie sich vielleicht daran, was ich zur Eröffnung gesagt habe, wie ist das denn mit den Büchern? Sie können Bücher kaufen, gebundene Ausgaben, die sind ziemlich teuer. Sie können Taschenbücher kaufen, die sind sehr günstig. Wie gesagt, das Internet gibt es nicht. Und Sie können in eine Bibliothek gehen, da kriegen Sie vollkommen gratis solche Bücher. Sie können sie ausleihen, Sie können sie dort lesen. Das Erstaunliche ist, diese Bücher kommen da eventuell gar nicht hin, weil die Bibliothek sie gekauft hat, sondern es gibt eine Pflichtabgabe, die Verleger geben das sogar dahin. Und dieses ausgefeilte System von teuer kaufen, günstig kaufen und kostenlos nutzen ist anerkannt. Es ist anerkannt letztlich von den Verlagen, es waren die Verlage, die die Deutsche Nationalbibliothek mit auf den Weg gebracht haben. Es ist anerkannt auch durchaus von den Autoren, die in Bibliotheken Lesungen halten, die sich über die Verbreitung ihrer Bücher freuen, die sich an der Bibliothekstantieme auch erfreuen. Auch das möchte ich an der Stelle sagen. Das heißt, es gibt ein System in dieser analogen Welt, das auf einem ziemlich breiten Konsens beruht und allenfalls in irgendwelchen kleinen Randbereichen, also bei ganz kleinen Auflagen, wo sich dann Verleger gegen die Pflichtabgabe gesträubt haben, gibt es mal Streit, aber eigentlich sind sich alle einig. Das war die analoge Welt. Frau Beger, wie kann man dieses System in die digitale Welt transformieren? Das ist sicherlich eine ganz schwere Frage, die Sie mir da stellen. Mit etwas Vernunft und weniger Angst und etwas weniger Profitsucht wäre das durchaus möglich. Modelle gibt es. Und zum Beispiel habe ich jetzt gerade mir zwischendurch wieder vorgestellt, es gibt das Internet doch. Und kann sagen, dass das digitale Pflichtexemplar in Hamburg ohne Mosern abgegeben wird. Bei uns können Sie kommen und können auch das sehen, was elektronisch von den Verlagen veröffentlicht wurde. Ich glaube, womit wir aber uns auseinandersetzen müssen, damit wir diese positive Wendung bekommen, wenn ich von Vernunft spreche, ist, dass wir einmal begreifen, dass ein Verleger oder die Musik oder die Filmbranche eine Industrie ist. Und ich habe erst kürzlich gelesen in einem BGH-Urteil in einem ganz anderen Zusammenhang, dass es, dort stand also in den Leitsätzen, es ist, dass jedermann, der gewerblich tätig ist, Geld verdienen will, das ist ein gutes Recht und das ist auch nicht unlauter. Da ging es um Domänenrecht. Das mag etwas anderes sein, weil es dem Wettbewerbsrecht zuzuordnen ist. Aber wir müssen davon ausgehen, dass derjenige, der geistiges Schaffen
als eine gewerbliche Tätigkeit anbietet, dass der damit Geld verdienen will. Und das wird er so lange probieren, bis es nicht allgemeine Regeln gibt, die wieder auf diese harmonische Welt aus dem Analogen zurückkommt. Wie könnten denn solche Regelungen aussehen? Ich meine, es war ja wirklich fast ein Paradies. Man konnte in eine Bibliothek gehen, man konnte ein Buch ausleihen und keiner hat gesagt, man hätte eine Gratis-Mentalität. Das wird ja heute jedem vorgeworfen, der etwas kostenlos im Netz sehen will. Was müsste passieren, dass wir das im Netz etablieren könnten und ich sage ganz bewusst so etablieren können, dass alle Beteiligten oder zumindest viele der Beteiligten damit leben können, insbesondere die Urheber, die ja gegen Bibliotheken nie etwas gehabt haben? Auch diese Frage kann ich fast nur genauso beantworten. Und ich weiß noch, dass die Bibliothekstantieme nicht geräuschlos vonstatten gegangen ist. Und ich habe das große Glück vielleicht, zu wissen, wie Tarifverträge in Gesamtverträgen verhandelt werden und dass da auch nicht immer ohne Geschrei verhandelt wird. Und ich erinnere daran, als die Kopierer überall einzogen, und zwar die, die Sie nicht mehr kennen. Denken Sie wieder daran, es gab kein Internet. Da machten wir so eine Klappe auf, legten ein Buch auf, Klappe wieder zu und drückten auf einen Knopf. Und das war 1985 und führte auch zur Urheberrechtsnovelle. Das war ein Riesengeschrei. Ich kenne noch heute die Broschüren, die dort vom Börsenverein aufgelegt worden sind. Also das Geschrei, es gibt immer wenn eine neue technische Entwicklung kommt, dass ein neues Geschäftsmodell dazu führen könnte, dass man weniger Einnahmen, Erlöse erzielen kann, das hat Tradition. Und ich glaube, was uns erstmal hilft, ist etwas weniger aufgeregt, etwas weniger, entschuldigen Sie das Wort, hysterisch in diese Materie einzusteigen. Und in der Tat doch das zu beobachten, was ich gerade erst in der Vergangenheit vor ungefähr 3 Wochen erlebt habe in Wien. Das war eine Konferenz Open Access Tage. Und ich habe nach mehreren Jahren das erste Mal erlebt, dass wissenschaftliche Verleger und Universitätsverlage auf Augenhöhe miteinander kommunizierten. Das heißt, man ist in der Wirklichkeit angekommen und viele haben begriffen, dass wenn sie ihre Geschäftsmodelle nicht ändern, sie sich selber abschaffen. Und ich glaube, das ist überzeugender als viele moralische Ansprachen an einen Kaufmann. Er möge doch bitte sein altes Geschäftsmodell aufgeben und nicht so viel Geld haben wollen. Frau Metze-Mangold, Zugang zu Kultur, Zugang zu Büchern, wie gesagt, eine große Errungenschaft des Bibliothekswesens. Jeder kann jedes Buch lesen, das gilt aber für das kulturelle Erbe ganz allgemein. Der Zugang, der freie Zugang, zumindest der öffentliche Zugang zu kulturellem Erbe ist ja ein Gut, ein hohes Gut. Was bedeutet, wenn man sich daran denkt und auch in einem internationalen Maßstab denkt, was bedeutet da das Internet und was ändert sich durch das Internet an diesem Ring um einen Zugang zum kulturellen Erbe? Also ich glaube, wir haben eine sehr spannende Situation in der UNESCO. Wir haben zum ersten Mal begriffen, glaube ich, 95, übrigens das Jahr, in dem 2 Dinge passierten. Es gab einen Weltkulturbericht, den sogenannten Pérez de Cuellar-Bericht, der auch sehr deutlich machte, was durch die Digitalisierung auf dem Weltmarkt plötzlich auch an Konzentrationsschüben passierte. Und es war das Jahr, in dem die WTO begründet wurde. Und die WTO wurde notwendig und wurde sozusagen als Institution in Genf begründet, weil klar wurde, dass kulturelle Güter und Dienstleistungen plötzlich ein Sektor mit ungewöhnlicher Dynamik waren. Was will ich damit sagen? Es sind 2 Dinge passiert und das ist ja nicht so lange her. Es sind noch keine 20 Jahre. Man hat plötzlich begriffen, die Welt, die Ökonomie, die Weltökonomie sozusagen wandelt sich und neue Sektoren werden plötzlich
als ökonomische Treiber begriffen. Und das hatte sehr viel mit der Digitalisierung zu tun. Und wichtige weltliche und westliche vor allen Dingen Player reagierten darauf und machten Welthandelsverträge wie GATT, GATS und TRIPS. Genau in dieser Zeit. Und zur gleichen Zeit passierte in der Weltgemeinschaft der berühmte Satz oder die berühmte Erkenntnis, die sich auf diese Cultural Diversity Report von Pires de Cuellar bezog, dass es in der Welt sozusagen der Freiheit darum geht, dass es Vielfalt geben muss und dass Vielfalt erhalten bleiben muss. Und dass die Globalisierung und Digitalisierung partiell jedenfalls auch zu Homogenisierung von Kultur führte, wenn man das mal sehr pauschal sagen darf. Und wir erleben seit diesen Zeiten eigentlich die internationale Debatte darüber, was das eigentlich bedeutet, wie wir diese Welt eigentlich beschreiben, die sich da dauernd unter unseren Händen verändert und was sie von uns fordert. Und ich glaube, wir sind im Moment in der sehr schönen, von Ihnen beschriebenen Realität angekommen. Plötzlich begreift man, wie und beschreibt man die Veränderungen annähernd richtig, was vorher zum Teil etwas illusorisch oder auch esoterisch geschah. Wenn Sie an Second Life und solche Dinge denken und unseren Friedhöfen woanders und so. Jetzt sind das plötzlich Auseinandersetzungen, die zurückgeführt werden auf die Frage, was bedeutet das eigentlich für unsere gesellschaftliche Verfasstheit? Und welche unserer Rechte sind eigentlich betroffen? Und wie muss man, wenn man bestimmte Prinzipien einer Gesellschaft, einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft wahren möchte, wie muss man eventuell Wertschöpfungsketten umbauen oder darauf reagieren und bestimmte Dinge neu regeln? Und ich bin Ihnen, Herr von Notz, sehr dankbar, dass wir hier alle sein können und Ihnen, Herrn Klimpel, weil ich glaube, dazu gehört, dass man sich im Dialog auseinandersetzt und seine Interessen beschreibt. Und wir alle sind Nutzer, wir alle sind Marktteilnehmer, aber wir sind eben auch Bürger und wir haben auch bürgerliche Rechte zu verteidigen. Wir haben den öffentlichen Raum zu verteidigen. Und jetzt komme ich nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurück. Ich glaube, wir müssen begreifen, dass gerade Europa ein spannendes Gesellschaftsmodell anzubieten hat, das sich nicht erschöpft in einer Kontroverse Markt versus Staat oder so, wie wir das aus Amerika kennen, sondern wir haben den öffentlichen Raum aus guten Gründen mit sehr viel Erfolg als Gesellschaftsmodell entwickelt, weil wir alle begriffen haben, wir stehen auf den Schultern der Wissensriesen unserer Vorfahren. Und wenn wir den Zugang uns nicht ermöglichen, sondern verbauen, ist das ein Schaden für unsere Gesellschaft. Den Zugang nicht verbauen. Ich gehe mal weiter auf der Bank zu Till Kreuzer. Den Zugang nicht verbauen. Welche Rolle wird Zugang denn in Zukunft spielen? Es ändert sich da ja unglaublich viel und je nachdem von welcher Perspektive man guckt, wird der Zugang unkontrollierbar, immer größer, immer weiter. Das ist auch etwas, mit dem bestimmte Geschäftsmodelle, aber auch Rechteinhaber zu kämpfen haben, oder aus einer anderen Perspektive wird Zugang auch immer kontrollierter, wenn man an Geschäftsmodelle guckt, wo im Grunde jede Nutzungssequenz einzeln abgerechnet werden soll, wo also kontrolliert werden kann, und das ist ja technisch alles möglich, wie viele Absätze man gelesen hat und das einzeln abgerechnet wird, wo also im Grunde das, was es ja früher nie gab, wenn man ein Buch in die Welt entlassen hat, dann wie viele Leute das gelesen haben und wer es überhaupt gelesen hat oder ob es überhaupt gelesen wurde oder ob es nur der Dekoration wegen in den Bücherschrank gestellt wurde, das konnte man nicht mehr kontrollieren. Das ist ja technisch heute anders. Man kann also sehr, sehr feingliedrig diesen Zugang auch kontrollieren. Wo sehen Sie in diesen beiden Extremen von unkontrollierbarem Zugang, über den gesprochen wird, und extrem kontrollierten Zugang, wo sehen Sie da die zukünftige Entwicklung? Also ich würde sagen, die zukünftige Entwicklung wird dahin gehen, dass mehr Zugang da ist. So viel wie möglich ist besser für alle Beteiligten und das ist auch eine uralte Erkenntnis. Um den
Leser, den Seher, den Hörer, den Nutzer, den Käufer, den Erwerber, den Abonnement an den Inhalt zu bringen, muss man ihm Zugang gewähren. Je mehr Zugang man schafft, desto besser ist das. Und zwar ganz egal, ob man nun eine Bibliothek ist oder ob man ein Verlag ist. Wenn die Leute keinen Zugang haben oder Zugang haben nur zu Konditionen, die für sie nicht akzeptabel sind oder unattraktiv sind, dann schafft man sich selbst ab. Und das gilt eben insbesondere in so einer Welt, wo erwartet wird von den Menschen, die halt diese Zugangseröffnung in Anspruch nehmen sollen, dass dieser Zugang zunehmend immateriell und dann eben vor allem übers Internet erfolgt. Ich glaube, dass diese Entwicklung zunehmen wird, und ich glaube auch, dass sich diese Free Economy Idee weiter durchsetzen wird. Das wird eine Weile dauern, weil es dabei darum geht, das haben wir heute Morgen oder heute Mittag schon gehört, Kontrolle loszulassen, weniger Kontrolle auszuüben über bestimmte Dinge, um dadurch mehr Interesse zu schaffen, und über mehr Interesse kann man dann auch wieder mehr Einnahmen, beziehungsweise wenn es aus Sicht des nicht kommerziellen Sektors betrachtet wird, mehr Interesse generieren und damit mehr Bildung vermitteln und seinem Auftrag eben effektiver nachkommen. Und ich glaube, dass eben die Frage, wie Zugang gewährt wird und nicht nur ob Zugang gewährt wird, sondern auch wie Zugang gewährt wird, unter welchen Konditionen, unter welchen Bedingungen, unter welchen technischen Umgebungen, dass die ganz elementar ist für die Frage, wen gibt es in 25 Jahren noch? Gibt es die Bibliotheken noch? Gibt es die Museen noch? Oder wie groß ist deren Relevanz? Und gibt es Verlage noch, bestimmte Verlage oder Musikverlage oder Filmunternehmen, die werden sich alle darüber definieren und sich alle an dieser Herausforderung letztlich messen lassen müssen, wie sie dieses Zugangsthema über längere Sicht gestalten und wie sie ihre Nutzer oder ihre Zielgruppe dazu bekommen, ihr Angebot dann auch in Anspruch zu nehmen. Und was ist da deine Prognose, wie wird sich das entwickeln, und daran anknüpfend auch, was sind vielleicht dann auch die Probleme, sich diesen geänderten Wirklichkeiten anzupassen? Was muss sich da ändern? Die sind natürlich sehr vielfältig, und das ist auch keine Sache, die von heute auf morgen geht, und das kann man auch von niemandem erwarten, insbesondere, also wie gesagt, ganz gleich glaube ich, ob es sich um öffentliche Wissens- und Bildungs- und Kulturinstitutionen handelt oder ob es sich um kommerzielle Verwertungsunternehmen handelt, stellen sich ähnliche Herausforderungen, nämlich die Herausforderung, dass das Modell, was es bisher immer gegeben hat, entweder gar nicht mehr oder nur noch in Teilen funktioniert und man eben damit seinem Auftrag, sei es nun ein kommerzieller oder ein nicht kommerzieller, nicht mehr ausreichend nachkommen kann. Und ich glaube, dass eben diese Entwicklung tatsächlich dahin geht, dass aller spätestens die normative Macht des Faktischen dazu führen wird, dass man erkennt, dass diese Kontrolle, die man vermeintlich über diese ganzen Nutzungsvorgänge oder auch nur über den Zugang ausüben möchte, nicht ausgeübt werden kann, weil es bestimmte Mechanismen gibt in dieser Umgebung, von der wir da reden, also insbesondere online, die man eben dieser Kontrolle nicht unterwerfen kann, jedenfalls sagen wir mal nicht mit rechtsstaatlichen Mitteln. Ja, also chinesische Verhältnisse will hier niemand, und da sind wir sicherlich auch nicht auf dem Weg dahin, aber wenn man sich im rechtsstaatlichen Bereich bewegen möchte, dann sind die Möglichkeiten, diese Umgebung zu kontrollieren, nur sehr eingeschränkt. Und die Frage, die sich letztlich stellen wird, ist die Kontrolle tatsächlich von Vorteil? Ich glaube ja tatsächlich, dass weniger Kontrolle letztlich dazu führen kann, dass mehr Zufriedenheit auf beiden Seiten entsteht und auch mehr Geld verdient werden kann, mehr Nutzer angelockt werden können, die sich bilden lassen, weil sie gerne dieses Angebot, was man da hat, als Museum beispielsweise, in Anspruch nehmen, indem man die Kontrolle loslässt, und das kann ich ja auch, fügt sich wunderbar ein zu dem Vortrag davor. Wenn man die Leute mitmachen lässt, wenn man sie partizipieren lässt, dann gibt man einen Teil der Kontrolle auf, aber hinterher haben alle mehr als vorher, und das ist, glaube ich, das Ziel, was zu erreichen gilt. Das schließt eigentlich gleich die Frage an, was bedeutet das politisch, was bedeutet das für Rahmenbedingungen? Also jetzt mal angenommen, diese These ist richtig, die Kontrolle, die Zugangskontrolle wird so nicht, zumindest nicht in einem freiheitlichen System,
durchzuexerzieren sein, es wird weniger Kontrolle geben, es wird weniger Zugangsbeschränkungen zu geben. Was heißt das für die Politik, was heißt das für die Rahmenbedingungen, was heißt das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass, und das muss ich an der Stelle natürlich sagen, dass von dem jetzigen System ja nicht nur Verlage leben, sondern auch Kreative leben, auch Künstler leben. Das heißt, wenn wir uns hinbewegen in eine Welt, in der Zugang immer weniger kontrolliert werden kann, und wenn wir auch sagen, das hat gewisse ja auch positive Effekte, was müssen wir dann auf der anderen Seite tun, um das auszugleichen und den Interessen der Kreativen gerecht zu werden? Na, die interessante Frage ist natürlich, ob das etwas ist, das man komplett bis in die letzte Windung steuern kann, ja, also auch politisch steuern kann. Es sind revolutionäre Umbrüche und nicht alle Vergleiche hinken immer ungeheuerlich. Und das war ja, hier habe ich bei Twitter verfolgt, die letzten Stunden und gestern auch schon ein Thema. Aber natürlich haben sie bei dem letzten technisch getriebenen Prozess des Zugangs zu Wissen durch den Buchdruck auch revolutionärste Umbrüche hat das nach sich gezogen, die man eben also weder vollkommen vorher prognostizieren kann, noch politisch bis in die letzte Windung gestalten kann. Ja? Man kann natürlich sagen, wir versuchen da irgendwie einen Rahmen zu setzen, in dem das geordnet, dieser Übergang, diese Transformation, die sich da abspielt, abläuft. Und da ist es sicherlich richtig, von einem gerechten Interessenausgleich, den die Politik irgendwie versuchen muss, zu ermöglichen, zu sprechen. Aber es ist natürlich auch schwierig, in einem gesellschaftlichen Diskurs, der mit der Härte abläuft, wie das im Augenblick der Fall ist, nicht? Es gibt sehr starke wirtschaftliche Interessen und der Vorwurf, der aus der Ecke kommt, ist ja, dass sozusagen diese asoziale Gratis-Mentalität irgendwie Raum greift. Während man es ja, das hat ja Ihr Bibliotheksbeispiel am Anfang im Grunde sehr hübsch beschrieben, man es auch von so einer ganz anderen Seite sehen könnte. Hier wird versucht, den öffentlichen Raum, Wissenszugang bis in die letzte Falte zu kommerzialisieren. Und ist das eigentlich das, was wir wollen? Also darüber wird man eine Diskussion führen müssen und Sie verfolgen das ja vielleicht in allen Bereichen. Auch der Politik findet das im Augenblick statt, auch in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Da kommt meiner Ansicht nach der Politik eben die Aufgabe zu, diesen Prozess, der sich abspielt, erstmal zu erkennen, ja? Sich das erstmal klar zu machen, was sich hier vollzieht und dann den Gestaltungsauftrag zu erkennen. Viele führen in der augenblicklichen Diskussion einen reinen Abwehrkampf. So als könnte man ihrer Vorstellung folgend sich einfach mal vorstellen, dass Internet die größte Kopiermaschine, die es jemals gegeben hat, gibt es einfach nicht und alles kann so weitergehen. Ja? Und also wenn ich das Beispiel nochmal mit einem vergleichen darf, das wurde hier bestimmt auch schon gesagt, aber ich finde immer, daran macht sich die Dramatik der Problematik klar, die Digitalisierung ist eben eine unfassbare Erfindung. Wir nutzen sie jeden Tag, deswegen kommt uns das ganz normal vor. Aber wenn man sie sich eben mal für andere Gegenstände und Dinge vorstellen würde, als nun für Bilder, Texte, Filme, Musik und so weiter, dann würde man erkennen, was für dramatischen Impact das auf die Wirtschaftswelt insgesamt hat, ja? Also wenn man jetzt hier alles Mögliche einfach kopieren könnte bei gleicher Qualität zu null Kosten, milliardenfach und es dann übers Internet global auf dem ganzen Planeten verteilt, das hätte schon gewisse Auswirkungen. Und in einer Welt, bei der eben ja, der Immaterialgüterwelt, die eben ihre Geschäftsmodelle an Produktion und Vertrieb aufgeflanscht hat, erzeugt das einen riesigen Veränderungsdruck. Und jetzt ist erstmal die große Leistung, die politisch zu erbringen ist, allen klarzumachen, dass diese Gestaltungszwänge da sind und dass wir das annehmen müssen und dass man dass es nicht lohnt, Abwehrkämpfe zu führen. Ja? Und ja, das müssen alle in ihren Bereichen tun.
zu den jeweiligen Bereichen. Pavel Richter, das freie Wissen der Wikipedia ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es jenseits eines Konfliktes, der ganz hart geführt wird, nämlich um Urheberrechte, um was darf wie veröffentlicht werden oder so, ja offensichtlich gelingt, und zwar vollkommen legal und vollkommen freiwillig, eine Sphäre zu schaffen von Öffentlichkeit und öffentlichem Wissen, die immer größer und immer attraktiver wird. Die Frage, die sich mir stellt, ist, gibt es da vielleicht so eine Teilung, dass auf der einen Seite man hinguckt und sieht überall noch Grabenkämpfe, die über Zugang und Zugangskontrolle geführt wird, und völlig unbeeinflusst von diesen Grabenkämpfen entsteht aber irgendwo etwas ganz, ganz Neues, was diese Kämpfe gar nicht mehr führt und einen freien Zugang hat. Und wenn das so ist und wenn das ein Beispiel für öffentlichen Zugang ist, was hat das, wenn es immer größer wird, dann letztlich auch für eine Auswirkung auf die Grabenkämpfe, die immer noch geführt werden? Also es ist sicherlich richtig, dass es in dem Bereich, in dem ich mich viel und oft bewege, in dem Bereich der Enzyklopädien keine Grabenkämpfe mehr gibt, da gibt es nur noch Gräber, da steht Brockhaus drauf und Encyclopaedia Britannica, die wehren sich tatsächlich nicht mehr. Ich will damit sagen, dass diese Veränderung Wikipedia als freie Enzyklopädie nicht ohne Opfer geblieben ist, sondern da haben ganze Redaktionen, die gibt es heute nicht mehr. Und ein kultureller Schatz, den es seit der Zeit der Aufklärung gibt, nämlich eine Enzyklopädie von Enzyklopädisten geschrieben, gibt es auch nicht mehr. Es gibt noch eine Enzyklopädie, und das ist die Wikipedia, aber ich will damit sagen, es ist beileibe nicht ohne Verluste gegangen. Und so wird es auch in den anderen Bereichen nicht ohne Verluste gehen. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte aber in dem Zusammenhang gerne auf das Beispiel mit den Büchern nochmal zurückkommen, weil ich tatsächlich glaube, dass diese Analogie nur bis zu einem gewissen Punkt trägt. Ja, es gibt Hardcover, es gibt Paperbacks und es gibt den Zugang in den Bibliotheken. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in der digitalen Welt so wäre. Ich würde mir wünschen, dass, wenn ich bei Amazon ein E-Book kaufe, dass ich tatsächlich ein Buch kaufe und nicht ein Dauernutzungsrecht. Denn das ist das Einzige, was ich habe, ist ein Dauernutzungsrecht. Ich darf es weder kopieren, ich darf es meinen Freunden nicht weitergeben, ich darf es nicht vererben, nicht verkaufen, etc. Also das ist im Grunde genommen, ist das digitale Buch ja ein Rückschritt in dem, was ich damit tun darf. Und es kostet mich aber trotzdem fast das Gleiche. Aber das nur so als Anmerkung. Wo aber die Analogie dann nicht mehr funktioniert, ist, wenn man nicht nur über freien Zugang spricht, also über kostenlosen Zugang, den Google zum Beispiel mit Google Maps hervorragend bietet, sondern wenn man sagt, dass wir diese Sachen auch verändern wollen. Also um im Bild zu bleiben, dass ich das Buch nehmen möchte und es ihm einen neuen Schluss schreiben möchte oder es neu zusammenstellen oder kombinieren mit drei anderen Büchern. Jetzt kann man sagen, wo ist denn das nötig? In der Musik zum Beispiel ist das gang und gäbe. Die Musik lebt davon. Gerade die moderne Rap-Musik funktioniert genau so über solche, das geht weit über ein eigentliches Zitat und Zitatrecht hinaus, sondern da wird ein bestehendes Werk so umgemodelt, dass es ein neues Werk ist. Das muss, wenn es sich um urheberrechtlich geschützte Werke handelt, muss es darüber eine Vereinbarung geben. Ich glaube nicht, dass man das einfach so machen darf und nach dem Motto, du hast halt Pech gehabt, dass ich dein Werk jetzt verwende, sondern bei urheberrechtlich geschützten Dingen muss es dafür eine Regelung geben. Die muss anders aussehen als das jetzige Urheberrecht, aber es bedarf eines solchen Urheberrechts. Bei den Bereichen im Bereich des kulturellen Erbes allerdings, bei allem, was eigentlich gemeinfrei sein sollte und was heute häufig von Gedächtnisorganisationen verwaltet wird, da sehe ich diese Notwendigkeit nicht, sondern da gibt es aus meiner Sicht, davon bin ich überzeugt, ein Recht der Gesellschaft, darauf diese Sachen so zu verwenden, wie sie das gerne tun möchte und nicht wie eine bestimmte Organisation, aus welchen gut gemeinten Gründen auch immer, sie mir das erlaubt oder reglementieren möchte. Jetzt muss ich hier an der Stelle aber doch nochmal nachfragen aus Sicht von Gedächtnisinstitutionen. Also so, ich hatte das auch gesagt, so ein Begriff wie Wertintegrität ist etwas, was in einem Archiv durchaus ernst genommen wird. An der Stelle vielleicht Frau Metzemann-Gold, wenn das so ist, wenn die Dinge, die irgendwie gemeinfrei sind, in einer völlig offenen und freien Sphäre der Öffentlichkeit zu jeder beliebigen Veränderung freigegeben sind, vogelfrei zum Abschuss frei, gibt es dann
nicht eine besondere Verantwortung, auch von Gedächtnisinstitutionen, so etwas wie, wie soll ich sagen, die Herkunft und die Authentizität zu schützen? Das gibt es, und wir haben gerade im September mit dem Programm Memory of the World, das Gedächtnis der Welt, eine Konferenz in Toronto gehabt, die auch eine, können Sie im Netz nachlesen, Declaration of Toronto rausgegeben hat, wo genau diese Fragen erörtert worden sind. Wie Preservation heute passiert, das ist ja eine Frage, die weit über die Frage technischen Bestands auf Dauer hinausgeht, sondern eben genau auch solche Fragen wie Integrität eines Werkes, Integrität eines Dokumentes etc. sichert, ohne den Zugang deswegen zu beschränken. Und da gibt es eine ganze Reihe von Empfehlungen, die ich sehr spannend finde und die sehr deutlich macht, dass es aber doch mehr und mehr inzwischen auch in der Argumentation, es waren über 500 Experten in Toronto, da gibt es auch Empfehlungen direkt an die UNESCO zurück, was die UNESCO bitteschön machen soll, nämlich internationale Vereinbarungen herzustellen und darauf hinzuarbeiten, auf internationale Vereinbarungen, die sich eben an ganz bestimmten Menschenrechten orientieren. Und eins dazu ist natürlich 19, Informationsfreiheit, Zugangsfreiheit, 27, in Verbindung mit natürlich Urheberrecht, aber Urheberrecht eben nicht als Barriere zu schaffen. Und das ist etwas, was ich auch als ein Stück weit neues Denken begreife und empfinde. Man hat vorher immer gesagt, das sind verschiedene Rechte, die stehen sich sozusagen wechselseitig im Wege. Inzwischen weiß man sehr genau, dass man auf keines dieser Rechte verzichten kann und dass man sie unter digitalen Bedingungen neu diskutieren und neu auch als Rahmenrichtlinie zugrunde legen muss, auch bei internationalen Verträgen. Sowohl Pavel Richter als auch Konstantin von Notz haben beide. Ich wollte nur ganz kurz, dass es da keine Missverständnisse gibt. Ich bin davon überzeugt, dass es am Ende der Grabenkämpfe, und da würde ich Ms. Robiger völlig zusprechen, ich wäre froh, es gäbe eigentlich keine Grabenkämpfe, sondern sehr viel mehr Kooperation, weil wir ja eigentlich wirklich das Gleiche wollen und auf dem gleichen Gebiet spielen. Aber ich bin überzeugt, dass, wenn wir im Bild bleiben, den Grabenkämpfen bei kulturellen Institutionen, bei Gedächtnisorganisationen keine oder sehr viel weniger Gräber am Ende geben wird und auch nicht einen Sieger. Es wird nicht die eine große Institution geben, wie das bei den Enzyklopädien der Fall war, sondern diese Vielfalt, die sich in diesen Organisationen abbildet, die ist ja ein großer Schatz. Und diesen Schatz gibt es ja, weil es tatsächlich, weil es etwas Sinnvolles ist, weil es etwas Hilfreiches ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das eine Bedrohung, dass diese Änderung, dass ein freier Zugang eine Bedrohung für Gedächtnisorganisationen ist. Im Gegenteil, ich glaube, sie können sich wieder auf das konzentrieren, was sie eigentlich können, kuratieren, einordnen, bewerten. Gerade das wird ja in einer Welt voll freiem Zugang immer wichtiger, Wegweiser zu sein, Lotse zu sein. Und da sehe ich eine große Chance für Gedächtnisorganisationen. Wenn sie aber so viel Zeit damit verbringen, Zugang zu beschränken und sich zu überlegen, wie sie verhindern können, dass jemand etwas mit ihren, in Anführungsstrichen, Dingen, Objekten, Bildern, Dokumenten tun könnte, was Ihnen vielleicht nicht gefällt. Wenn Sie damit Ihre Zeit verbringen, dann allerdings ist das meines Erachtens vergeudete Zeit. Also da kann ich sehr gut anschließen, dass diese Chance sehe ich absolut auch. Und gerade eben in der Vielfältigkeit, die es gibt an Museen und anderen Organisationen, die sich sozusagen dem Erhalt kulturellen Erbes und kultureller Güter widmen. Denn ja, also deswegen, ich finde immer diese Ansätze von oben, das perfekte globale Konzept oktroyiert, das wird nicht funktionieren, sondern es funktioniert nur graswurzelig und dann aber in einer vernetzten Welt, in der Remix und Kultur und Vervielfältigung eben fester Kulturbestandteil ist, ist die Erhaltung der Authentizität und der Originalität eine ganz wesentliche und wichtige. Und ich würde mir nicht, also und umgekehrt würde ich sagen, all die Verfremdungen und Kopien der Mona Lisa haben dem ursprünglichen Kunstwerk weniger geschadet als genutzt und ihren sozusagen dem Original das massivst aufgewertet. Ja, und so kann man sich das, glaube ich, in Zukunft in ganz vielen Bereichen vorstellen. Und insofern kommt da ein sehr viel zusätzliches Gewicht auf diese Institutionen zu.
weil ich da eben so einen kritischen Unterton hörte, dass irgendwie ein Modell von oben, Deus Ex Machina oder sowas, das ist sicher überhaupt nicht möglich. Wir haben keine Weltregierung und es wird nicht von oben irgendetwas bestimmt werden, was in dieser digitalen Welt zu gelten hätte oder nicht, sondern ich glaube, es sind ganz einfach Debatten darüber, wie wir diese Welt begreifen, diese Veränderung begreifen, die Sie ja sehr, sehr zu Recht, finde ich, verglichen haben mit Gutenbergs Zeiten. Die sind sehr dramatisch und wir müssen uns überhaupt erstmal vergewissern, was es in der Konsequenz bedeutet für die verschiedenen Rechteinhaber und für unsere verschiedenen Rollen in einer Gesellschaft schlicht und einfach. Und diese Konvention für kulturelle Vielfalt, das möchte ich an dieser Stelle gerne noch einfügen, die es seit 2005 gibt, ist die einzige Konvention der UNESCO, die sich nicht auf das Erbe, also sozusagen was Zurückliegende, konzentriert, sondern auf die Gestaltung kulturpolitischer Rahmenbedingungen durch einzelne Staaten und durch einzelne Stakeholder innerhalb von Staaten. Und das halte ich für ein sehr, sehr interessantes Konstrukt im Völkerrecht, dass wir solche Möglichkeiten haben, zum ersten Mal, ich sage es jetzt mal etwas grobschlächtig, ein internationales Kulturgüterrecht, wenn Sie so wollen, auch Dienstleistungsrecht versus internationalem Handelsrecht, was wir bis dahin ausschließlich hatten durch die Welthandelsorganisation. Also diese Debatten sind immer sehr schwierig, finde ich, weil es um so viele Facetten geht, aber ich hätte mir gewünscht, dass deine einleitenden Worte gewesen wären, nicht stellen wir uns vor, das Internet gibt es nicht, sondern stellen wir uns vor, das Urheberrecht gibt es nicht. Ja, um mal uns mal von dieser Dimension zu lösen. Also ich bin Urheberrechtler, ja. Es geht mir nicht darum, das Thema auszublenden, sondern es geht mir darum, dass wenn wir über Visionen reden wollen und das Urheberrecht kommt ins Spiel, dann neigt man immer sehr, sehr stark dazu, sich an dem Gegebenen irgendwie zu orientieren und das sozusagen als den Rahmen auszumachen, an dem man sich zu orientieren hat und in dessen man sich bewegen kann. Es ist kein Zufall, dass wir heute wieder mal über Kultur diskutieren und von 6 Leuten auf dem Podium sind 4 Juristen. Ja? Also ich erlebe das andauernd und ich frage mich immer, warum das so ist und ob das so sein sollte. Und auch daran anschließend ist die Frage, ob denn die Politik tatsächlich der Ort ist, und da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut, Konstantin, ob das wirklich der richtige Ort ist, um sich diese Fragen zu stellen, um die es hier ja eigentlich gehen sollte, nämlich die Frage, wo geht denn die Reise hin, wenn es darum geht, kulturelles Wissen, Erbe, sei es Altes, sei es Neues, zu vermitteln. Wohin geht diese Reise und was muss man tun, um diese Reise sozusagen, um schon mal den richtigen Pfad einzuschlagen, dann nicht irgendwo in eine Sackgasse zu geraten. Und ich glaube nicht, dass man mal den rechtlichen Rahmenbedingungen anfangen sollte. Und ich glaube, dass es einem ganz gut täte, wenn man das allzu viel öfter, als es denn tatsächlich geschieht, einfach mal ausblendet und versucht sich zu überlegen, davon unabhängig, wie das Recht nun jetzt gerade gestaltet ist oder wie es die letzten 100 Jahre war, was können wir denn tun, um das zu machen, was wir machen wollen oder machen sollen? Wir müssen uns dafür neu definieren möglicherweise, müssen ganz viele Dinge, also es geht um Zugang, es geht um Nutzungsgewohnheiten, es geht um kulturelle Praktiken und all diese Dinge. Und wenn wir dann diesen Plan haben und sagen, okay, gucken wir mal 20 Jahre nach vorne und da wollen wir gerne und haben uns jetzt überlegt, wo wollen wir da gerne sein und welche Rollen dann wer hat, also die Kulturinstitutionen genauso wie die Verlage und die anderen, dann schauen wir doch mal, wie das Urheberrecht dann aussehen müsste, um diesen Weg so beschreiten zu können oder zu diesem Ergebnis zu kommen. Ich glaube, wenn man es so rum aufsetzt, dann funktioniert es letztlich besser. Ich versuche das immer, obwohl ich ja nun Jurist bin, weil ich glaube, dass wir in diesen, also viel zu viel über Recht diskutieren, viel zu viel über Regulierung, viel zu viel über staatliche Einflussnahme und viel zu wenig über die Frage, worum geht es hier eigentlich? Gut, ich versuche dabei anzusetzen. Es gibt ja einen Bereich, wo da müssen wir uns diese Fragen nicht mehr stellen, da müssen wir uns nicht nur vorstellen, es gäbe kein Urheberrecht, sondern da greift das einfach nicht mehr ein. Das sind die Dinge des kulturellen Erbes, die längst gemeinfrei sind. Kann das denn sein, also das wäre eine Frage, die sich da ansetzt, dass dieser Bereich der Gemeinfreiheit, obwohl das alles ziemlich alt ist, dass das in der momentanen Entwicklung so eine Art Avantgarde ist, mit der man mal ausprobieren kann, wie man mit Dingen umgehen kann, ohne
dieses rechtliche System, was wir haben, und damit genau dieses Experiment, was du hier gedanklich machen wolltest, tatsächlich auch in der Wirklichkeit führen sollte. Das passiert doch andauernd. Ich befürchte nicht, denn was Till völlig zu Recht beschreibt, ist natürlich, dass das Recht überhaupt nicht mehr die Realität abbildet. Nicht? Also ich will jetzt nicht hier wieder diese normalen Kampfargumente aufzählen, aber nicht, wenn die Verbraucherzentrale, Bundesverbraucherzentrale feststellt, dass in den letzten Jahren 4,3 Millionen Haushalte abgemahnt worden sind wegen Urheberrechtsverstößen im Netz, dann muss man einfach sagen, dass nicht, das sind 10% der deutschen Haushalte, da muss man einfach sagen, dass die Wirklichkeit, sozusagen die rechtliche Wirklichkeit von der faktischen kulturellen Übung der Menschen oder meinetwegen auch bestimmter Generationen, der Kulturtechniken mancher ganzer Kohorten sozusagen damit nichts mehr zu tun hat. Und insofern nicht, man kann, ich finde das sehr erfreulich, wenn man das jetzt sozusagen auf gemeinfreie Güter ausdehnt, aber faktisch ist es natürlich so, dass es schon ganz anders abläuft und trotz eines relativ gut geölten Repressionsapparats kriegt man den Geist nicht wieder zurück in die Flasche. Ja, ich habe heute so einen kleinen Comic gesehen, Lawrence Lessig, der gerade bei uns am Wochenende auf einer Konferenz war, ist jetzt gerade in Schweden auf einer Konferenz und da wird mitgezeichnet und da stehen so zwei Typen, die versuchen so ein dreieckiges Urheberrecht in die Realitätsbox zu kriegen, die ein Kreis ist, ja? Und das ist im Grunde genau das, was wir haben. Die rechtlichen Vorgaben passen nicht mehr zu dem, zu den gelebten Realitäten und zu den technischen Möglichkeiten, die es gibt. Und insofern muss auch die Politik, aber ich sehe, bevor die Politik sozusagen, die Politik muss das nicht verrechtlicht sehen, diese Problematik, sondern muss sozusagen diesen Gesamtkontext, diese Gesamtveränderung, die sich da abspielt, einfach zur Kenntnis nehmen, ja, und dann versuchen, das zu gestalten und natürlich auch rechtlich. Ja, aber im Augenblick läuft der Prozess im Grunde genau andersrum. Dann möchte ich gleich meine beiden Damen zur Linken und zur Rechten fragen. Dann sind ja die Kulturinstitutionen wirklich in einer schwierigen Situation. Wenn das Recht gar nicht mehr zur Wirklichkeit passt, so haben Sie es beschrieben. Ich nehme das jetzt mal einfach als Hypothese an. Und Kulturinstitutionen, die öffentlich finanziert sind, müssen sich an dieses Recht aber halten, was nicht mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat oder was von der Wirklichkeit sich immer mehr löst. Dann ist es natürlich für diese Institutionen umso schwieriger, den Kontakt zu dieser Wirklichkeit zu halten, was deshalb natürlich fatal ist, weil sie ja die Orte von Öffentlichkeit sein sollen. Wie können Institutionen damit umgehen? Frau Beger. Einmal versuchen wir natürlich Einfluss auf die Politik zu nehmen, deshalb hat die Staatsbibliothek eben auch eine Juristin an der Spitze und wir freuen uns, wann immer wir uns begegnen. Und als Juristin weiß ich, dass Recht sich erst verändert, wenn eine gewisse gesellschaftliche Relevanz vorhanden ist. Und jetzt wurde ganz vorhin irgendwann mal gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, wir müssen uns alle diese Zeit nehmen und dadurch und Augen zu, dass wir die Veränderungen begleiten, bis sie wirklich etabliert sind und dann kann auch wieder das Recht darauf reagieren. Das ist das eine. Das zweite, die These von den gemeinfreien Werken einfach mal als Übungspfad zu nehmen, den halte ich für untauglich, denn da gibt es ja durchaus gerade, es wird auch eine Richtlinie jetzt behandelt der EU, es gibt einen sehr schönen Vorschlag, den Deutschland hier selber formuliert hat über die über das Wahrnehmungsgesetz. Was war der Hintergrund? Es ist so, dass hier alle am Tisch saßen, von den Autoren über den Verlegern, den Verwertungsgesellschaften, Archiven, Museen, Bibliotheken und alle haben gesagt, das ist richtig, hier müssen wir eine Regel haben, dass das kulturelle Erbe nicht in Vergessenheit gerät, wenn es einmal verwaist ist, diese Richtlinie meine ich, ohne dass da große Dollarzeichen und dergleichen in den Augen waren.
Das heißt, es gab gar kein wirtschaftliches Interesse mehr an diesem Gut und aus diesem Grunde kann man darüber auch wieder verhandeln. Also meine These von dem Anfang, nicht zu erwarten, dass ein Kaufmann einfach aufhört, Geld verdienen zu wollen, weil es für die Gemeinheit so oder für die Allgemeinheit so wertvoll ist, das müssen wir einfach sein lassen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es Riesenfortschritte gibt bei dem Aufeinanderzugehen und ich hoffe, dass man diese Fortschritte dann wieder an die Politik als Lösungsansätze herantragen kann. Und zwar in vielfältiger Weise Kooperationsbeziehungen. Und diese müssen wir weiter etablieren, wir müssen aufeinander zugehen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und wir leben in einer Zeit, die ganz einfach vom Umbruch sowas von gekennzeichnet ist. Und wir müssen klar wissen, auf welcher Seite steht das Gegenüber und wie können wir hier Überzeugungsarbeit leisten. Also die Bibliotheken schaffen es, indem sie, und das war vor Jahren auch undenkbar, dass inzwischen die Präsidenten fast aller Universitäten überlegen, ob sie Elsevier kündigen. Das hat man in den USA gemacht. Elsevier ist ein Monopol. Pool, in Anführungsstrichelchen wurde festgestellt, dass es eben noch kein Monopol ist für die wissenschaftlichen Zeitschriften, vornehmlich der Naturwissenschaften. Also es geht sozusagen in die Köpfe, daraus entwickeln sich Taten und dann wird die Politik folgen und die Gesetze ändern. Und ich möchte Herrn von Notz in Schutz nehmen, Gesetze, die wir in Deutschland ändern, ich weiß nicht, ob die uns groß weiterbringen, wenn wir uns doch wieder vorstellen, dass es das Internet gibt. Ich würde das gerne mit einer kleinen Satire nochmal untermalen. Ich bin zwar grundsätzlich der Meinung, dass wir in der Tat viel erreicht haben und langsam begreifen, sozusagen, dass wir nur gemeinsam das gestalten können und dass das gemeinsame Gespräch gar nicht intensiv genug sein kann. Aber ich lese am 26. September in der FAZ einen Zweispalter, dass nach 4 Jahren eines Musterprozesses um die Frage elektronischer Leseplätze, inzwischen jetzt die Entscheidung gefallen ist, dass das an den Europäischen Gerichtshof überwiesen worden ist. Es ist, wenn Sie sich diesen Artikel bitte mal rausziehen, es ist wirklich ein Kabinettsstück aus Absurdistan. Und wenn man sich vorstellt, dass man in Deutschland eine Bildungsinitiative der Bundeskanzlerin hatte, dass man sozusagen gesagt hat, wir müssen innovativ sein, wir werden zukünftig von unseren Ideen, von unseren Möglichkeiten, von unserem Wissen leben und dann solche sozusagen dem Wettbewerb in keiner Weise standhaltenden Verfahren haben, dann weiß man, wo es leider immer noch enorm hinkt. UNESCO selber hat etwas sehr Interessantes gemacht. Sie hat nämlich zu einem Zeitpunkt, als wir einen sogenannten UN-Weltgipfel der Informationsgesellschaft hatten, konsequent von Wissensgesellschaft gesprochen. Markentechnisch irgendwie ein bisschen absurd, dann macht die UN einmal einen Weltgipfel über Informationsgesellschaft und einer der Stakeholder spricht konsequent von was anderem, aber sie hatten recht, weil es wird um die Beschreibung der Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert gehen und um die Strukturen und Verfasstheit dieser Gesellschaft. Als einer derjenigen aus der Minderheit, der Nicht-Juristen auf diesem Podium, möchte ich die Idee von Till Kreuzer gerne aufgreifen. Weiß nicht, ob man sie auf den juristischen, staatliche Sphäre, dass der Staat mal etwas nicht reguliert, ist, glaube ich, eine Hoffnung, die vergebens ist. Also, dass der Staat sich zurücknimmt und sagt, wir wissen es gerade nicht, wir warten einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob das politisch machbar wäre. Aber die Idee, dass man etwas macht, auch wenn man keine Regeln dafür hat, die finde ich großartig. Und die zum Beispiel in der Verwendung von gemeinfreien Werken als kulturelle Organisation mal auszuprobieren, das fände ich tatsächlich sehr spannend. Und es ist ja beileibe nicht so, dass es dafür wirklich irgendwie, dass das was mit Internet zu tun hat oder so, sondern ich will 2 kurze Beispiele geben, wo Menschen das mal ausprobiert haben, wo sie gesagt haben, wir machen etwas ganz anders und wir machen das ohne Regeln und gucken einfach mal, was passiert. Das eine ist die University of Oregon 1975, die einen neuen Campus geplant hat. Und der Architekt kam dann und hat einen Vorschlag gemacht, wie die Wege auf diesem Campus sein sollen. Und da kam jemand und hat gesagt, nein, du sagst nicht, wie die Wege sind, sondern wir machen komplett Gras und warten ein Jahr. Und dann sehen wir schon, wie die Leute laufen. Und genau das passierte auch. Sie haben sich mal nicht ihre Wege gesucht und dann hat man die Trampelpfade gesehen und die wurden dann asphaltiert. Und so ist das Wegesystem auf dem Campus der University of Oregon entstanden. Dazu gibt es ein berühmtes Buch, das Oregon Experiment heißt es. Und daraus ist eine ganz großartige Idee, die heute noch an der University of Oregon
mitgemacht wird, nämlich dass man bei ganz vielen Sachen einfach sagt, wir gucken mal, was die Leute damit machen und machen dann aus dem, was sie machen, das ist offensichtlich so, wie sie das wollen, so wie es für sie gut ist und dann können wir das ja auch so umsetzen. Das ist wirklich was sehr Interessantes, kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. Das zweite Beispiel ist aus der Verkehrspolitik, heißt Shared Space und das ist eine ganz verrückte Idee. Das ist jemand, ein holländischer Verkehrsplaner, der gesagt hat, es gibt keine Verkehrsregeln. Wir nehmen ein ganzes Stadtviertel, da gibt es keine Straßen, da gibt es keine Parkplätze, es gibt kein einziges Verkehrsschild, es gibt keinen Fußgängerweg und nichts. Sondern die Leute sollen selber aushandeln, wie sie sich hier bewegen. Klingt erstmal komplett bescheuert, klingt wahnsinnig gefährlich, sorgt dafür, dass die gesamten Unfallzahlen massiv nach unten gehen und sorgt dafür, dass die Leute sich vor allem wohler fühlen in ihrer eigenen Umgebung, in der sie sich bewegen. Das sind zwei ganz kleine Beispiele, die ganz sicherlich auch fürchterliche Nachteile haben, über die man wahrscheinlich ganze Podien füllen könnte. Aber das sind zwei kleine Beispiele, die meines Erachtens zeigen, dass einfach mal was auszuprobieren und nicht zu sagen, wie könnte man denn das machen und was müsste man denn bedenken, wenn und wie müsste so etwas gestaltet sein, sondern einfach hier, das ist das Angebot und jetzt gucken wir mal, wie Menschen damit umgehen. Das finde ich eigentlich eine sehr reizvolle Sache, die zum Beispiel kulturelle Organisationen mit gemeinfreien Werken, da gibt es überhaupt keine rechtlichen Bedenken, das zu machen, morgen umsetzen können. Das ist eben genau die Krux daran. Also auf dem Reißbrett entwerfen kann man zwar, aber soweit es darum geht, dass man eben irgendwelches geschütztes Material verwenden will für einen Testlauf, wo man nicht selbst die Rechte hat, dann muss man sich eben doch wieder real drum kümmern, weil man ansonsten in die Falle läuft, ständig gegen Rechte zu verstoßen. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist und sowas, dass sowas auch möglich ist. Also wäre die industrielle Revolution so abgelaufen, wie sie abgelaufen ist, wenn es einen so starken Staat gegeben hätte, der komplett alles reguliert hätte und der versucht hätte, eben die Weber zu schützen und ihre Arbeitsplätze abzusichern? Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass die Umgebung im Internet mindestens so dynamisch ist, wahrscheinlich sogar noch dynamischer und möglicherweise zu dynamisch, um sich halt da so stark einbringen zu können und sozusagen das Heil in der Regulierung zu suchen. Das ist nur das einzige Petitum. Es geht mir nicht darum, dass es diese Regulierung nicht geben sollte oder man nicht darüber nachdenken muss, wie das Urheberrecht angepasst werden muss. Das tue ich andauernd. Das ist verbringe ich die meiste Zeit mit. Aber die eigentlich doch viel wichtigere Frage liegt doch auf einer anderen Ebene. Also wenn man nicht anfängt, darüber nachzudenken, ohne diese Faktoren immer von vornherein in vorauseilendem Gehorsam mit einzubeziehen, können wir das denn überhaupt und kommen wir an den internationalen Verträgen vom Urheberrecht vorbei und so weiter, dann blockiert man einfach seine Vorstellung. Wir haben in einem Projekt versucht, uns so eine Idee von einem Immaterialgüterrecht für kreative Inhalte zu nähern, indem wir gesagt haben, wir stellen uns jetzt mal einfach vor, nicht nur, es gab noch nie ein Urheberrecht, deshalb brauchen wir uns auch nicht an dem zu orientieren, was es da gibt. Und B, wir versuchen uns, bevor wir überhaupt an Regulierung denken, vorzustellen, wie sieht denn diese Welt aus in 20 oder 25 Jahren, um dann zu gucken, okay, das sind zwar Spekulationen, aber informierte Spekulationen, weil da sehr informierte Leute dabei waren, die eine Menge Ahnung davon haben und sich damit sehr viel beschäftigen und wenn die zu einem Ergebnis kommen, also ich könnte mir vorstellen, dass der Vertrieb und die Rezeption und der Handel von Büchern und die Einkommensmodelle von Autoren beispielsweise so oder so aussehen, dann bräuchte man da so oder so eine rechtliche Regulierung für oder eben auch nicht. Ja? Also solche Fragen kann man sich, wenn man das Thema von der Seite angeht, eigentlich ganz gut vor Augen führen und schon mal auf theoretischer Ebene dann überprüfen, ob das überhaupt plausibel ist, was wir da alles machen und was wir da regulieren wollen und wie wir das regulieren wollen. Und genauso könnte man sich in diesem Kontext die Frage stellen, was ist denn die Aufgabe einer Kulturinstitution in 20 Jahren? Ist es denn, also man muss ja die Realität sich dabei vor Augen führen und sagen, ich würde ja mal schon die Frage stellen, braucht man die denn überhaupt noch? Wenn man die nämlich überhaupt mal gestellt hat, dann kommt man eher mal dazu, überhaupt darüber nachzudenken, das, was wir alle für selbstverständlich halten, dass es halt sowas gibt wie Online-Auftritte von Museen, dann müsste man sich erstmal die Frage stellen, warum eigentlich? Wofür braucht man die? Und man kommt dann zu dem Ergebnis erstmal, dass es Konkurrenzsituationen entstanden sind, die es niemals gegeben hat. Zum Beispiel für die Selektierung der Bedeutung von kulturellen Inhalten
an, das haben früher die Museen, Archive, Bibliotheken gemacht, jetzt gibt es Nutzerbewertungen. Das klingt zwar profan, ersetzt aber in ganz vielen Fällen das, dieses System, dass nämlich die Leute erfahren, was ist wichtig für die anderen und das ist wahrscheinlich wichtig auch für mich, aber diese Entscheidung trifft eben nicht irgendeine Person oder Institution, sondern die anderen, die Crowd. Die Intelligenz der Crowd wird dann nutzbar gemacht und das ist eine Konkurrenzsituation für diese ganzen Selektierungsprozesse und es gibt andere. Warum braucht man ein Filmarchiv, wenn es YouTube gibt? Ja, diese Fragen, die muss man sich einfach stellen und es gibt mit Sicherheit gute Gründe dafür, aber bevor man die Frage nicht gestellt hat, wird man diese guten Gründe auch nicht finden können. Gut, da merke ich schon, zu beiden Seiten von mir wird man unruhig. Man braucht kein Filmarchiv, weil es YouTube ist. Das provoziert mich natürlich auch. Nein, natürlich, man muss die Frage stellen, das provoziert mich natürlich auch. Aber ich will wieder meinen beiden Nachbarinnen Gelegenheit geben, dazu etwas zu sagen. Anschließend möchte ich doch auf jeden Fall die etwas zugespitzte Frage, weil das ist hier so ein bisschen hin und her gewogt und Pavel Richter konnte dem viel abgewinnen, Frau Beger war etwas kritisch. Ist das vielleicht eine Chance, eine Vision, die wir haben, schon mal in die Jetztzeit zu holen, dass man sagt, man nimmt gemeinfreie Werke als quasi Spielplatz für dem, was Zukunft sein könnte. Herr Till Krötzer hat mich jetzt gerade angeregt, doch etwas, was ich auch zwischendurch schon immer mal im Kopf hatte, vorzutragen, als Sie mich so ganz ernsthaft gefragt haben, wie gehen wir denn da als Kultureinrichtung mit um, dass das Urheberrecht im Moment nicht ganz so befriedigend ist. Wie jedes andere Unternehmen, so auch die öffentliche Hand, die ja von Steuergeldern lebt, schauen wir uns an, was wollen die Nutzer, die Zielgruppen von uns. Und das nächste ist, wir schauen etwas in die Zukunft, um zu sehen, was machen die so in 5 oder 10 Jahren und wie sieht die technische Entwicklung aus. Und da klinken wir das Urheberrecht erstmal völlig aus. Und es gab so eine kleine Sache, die können Sie im Internet sich angucken, die hat mich sowas von beglückt. Und zwar, das war bei Pelzig hält sich, sicherlich kennt ja eine oder andere diese kabarettistische Talkshow. Und da war ein junger Mann, 17 Jahre, Gymnasiast, sehr gute Noten und hat schon eine kleine Firma. 2008 schon, war im Internet präsent und mein iPhone und ich war sein Podcast. Und heute wird er, weil er gute Noten hat, einmal in der Woche von der Schule freigestellt und berät große Unternehmen, zum Beispiel BMW und zum Beispiel auch die Presse. Warum? BMW hat festgestellt, dass Gruppen von 18 bis 29 keinen Führerschein mehr machen, jedenfalls bedeutend weniger. Und wer heute keinen Führerschein macht, in dem Alter kauft auch kein Auto und schon gar nicht ein BMW. Und Presseerzeugnisse kennen zum Beispiel viele Jugendliche überhaupt nicht und sagen, was soll ich mir kaufen, was für eine Zeitung. Da gehe ich doch ins Internet und da habe ich das alles oder ich kriege es über meine Netzwerke, was wichtig ist. Das heißt, man muss gegensteuern. Und das sind aber Momente, wo er dann sagte, was wir machen. Wir haben eine Cloud, wir haben überhaupt gar keine Befürchtung, unsere Dinge irgendwo abzulegen. Wir legen alles, was uns interessiert, ab. Das wird verknüpft, zitiert, bewertet. Und wir wollen es verdammt nochmal abrufen, egal von wo wir es hatten, auf einem Endgerät. Das heißt, man muss sich auch mit der technischen Entwicklung auseinandersetzen, dass eigentlich jeder mit seinem iPhone, Smartphone durch die Gegend läuft und es gibt so etwas Neues. Vielleicht haben Sie es im Horizon Report, den kann ich immer nur empfehlen, wenn man sich für technische Entwicklung interessiert. Es gibt das Internet der Dinge, damit wird man so in 5 Jahren rumlaufen. Das ist so, als ob alles einen RFID-Code hat und man sucht permanent zusammen und sagt, ach, ich bin gerade im Jüdischen Museum, das ist ja interessant, weil man auch das natürlich jetzt nicht mehr so genau weiß. Aber alles kann man zusammentun und es wird eben verwaltet. Und genau darauf müssen wir reagieren. Wir können uns über Urheberrecht austauschen, wir können uns über Digitalisierungsprojekte austauschen, alles Mögliche über gemeinfreie oder verwaiste Werke. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das kulturelle Erbe ins Netz kommt, weil die Generation, und zwar eigentlich schon so, wie sie auch hier sitzt,
ist dort. Und die wird sich ein Deibel darum scheren, ob jetzt nun eine Staatsbibliothek genug digitalisiert hat und entsprechende Gesetze hat. Das heißt, das sind die Anforderungen in ganz kurzer Zeit. In 4, 5 Jahren müssen wir darauf wirklich eine Antwort haben. Ohne, dass wir alle Internetfreaks werden oder Ängste bekommen. Und mit diesen Angeboten muss man versuchen, das geltende Recht anzupassen. Und vielleicht noch etwas, was mich ganz optimistisch, Sie sehen, früher war ich ganz kämpferisch. Ja, alle, die mich von früher kennen, da habe ich immer so hier die Fahne geschwungen. Inzwischen bin ich relaxter, weil ich weiß, dass das Leben ganz viel regelt. Wenn Sie sich anschauen, dass es jetzt ein Leistungsschutzrecht für Presse geben soll, kann ich nur sagen, na wunderbar, macht's, ja. Euch wird dieser junge Abiturient garantiert nie finden. Also ihr schafft euch ab. Natürlich nicht morgen, aber übermorgen. Und ich glaube, dass wir es schaffen, bei einem Vergleich, Herr Pfennig sitzt hier, wir haben uns im Kulturrat mal die Arbeit gemacht und haben die Position aller Parteien, inklusive der Piraten, zum Urheberrecht übereinander gelegt und haben mal gesehen, wo gibt es eine Überschneidung. Und auch wenn Sie es nicht glauben, es gibt eine Überschneidung, und zwar der Schutz des Urhebers. Hier muss man Möglichkeiten finden, dass der Kreative die Anerkennung bekommt und dass er so motiviert wird, dass er auch wieder Neues Kreatives schafft. Das ist etwas, und zu allen, die für Museen und Erbe und Wissenschaft stehen, kann ich sagen, da gab es natürlich auch eine Überschneidung, natürlich mit unterschiedlichen Voraussetzungen, ob es bezahlt wird oder nicht. Aber das lässt mich doch hoffen, wenn so viele unterschiedliche Strömungen sagen, der Kreative, der steht im Mittelpunkt eines Schutzes, dann möchte ich doch, dass wir das ganze Urheberrecht irgendwann mal, wenn alle Clouds voll sind, entschlacken, uns wieder auf das Ursprüngliche besinnen und sagen, was müssen wir noch regeln? Also genau, was Sie sagen, einfach mal aufräumen und diese ganzen kleinen Häkelschwänzchen, die da inzwischen reingekommen sind, wegwerfen und aufs Neue. Entschuldigung, ist mir nichts anderes eingefallen. Und das ist meine Hoffnung und davon bin ich überzeugt, dass wir in ein paar Jahren hier so sitzen und dass es so gekommen ist. Hier möchte ich mal einhaken. Haben wir die paar Jahre noch Zeit? Ich frage das deshalb mit Blick auf das, was ja als Vielfalt auch ein Wert ist. Besteht nicht die Gefahr, dass in einer Zeit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeiten, wo diesen Prozess, in dem wir uns befinden, von anderen, auch von anderen Ländern, sehr viel schneller vorangeschritten wird, das, was wir an wichtigen und auch bewahrenswerten kulturellen Erbe hat, hinten runterfällt, weil einfach die Geschwindigkeit langsamer ist? Ich gebe das sozusagen an meine rechte Seite, diese Frage weiter. Also ich fürchte das in der Tat. Wir haben eine europäische Initiative gehabt, an der ich ein bisschen mit beteiligt war in Utrecht, weil Europa sozusagen versuchte, ich nannte das eine Politik der fürsorglichen Belagerung, China zu begleiten, wie sie das nannten, bei der Erschaffung ihres Urheberrechts. Die Chinesen haben sich das freundlich angehört, sie haben aber sehr klar gemacht, dass sie jetzt der Player auf diesem Weltmarkt sind. Das heißt, wir leben in einer Zeit enormer Geschwindigkeiten. Und wenn dann von diesen verschiedenen konkurrenzierenden Prozessen und Instituten die Rede war, kann ich nur sagen, auch wenn man die ganzen Herausforderungen sieht, die Geldkosten, die schlicht Geldkosten, diese ganzen Digitalisierungsprozesse, und zwar nicht so knapp, das wissen wir ja alle, dann fragt man sich, wenn wir jetzt Rettungsschirme etc. haben, gegen die ich nicht bin, weil ich glaube, es gibt keine Alternative, aber das Geld ist immer nur einmal auszugeben, wie wir bekanntlich wissen, und einmal irgendwo herzustellen. Ich habe vor diesem Hintergrund einen Artikel in der Zeitschrift der Kulturpolitischen Gesellschaft gelesen von Thomas Krüger, der mich sehr berührt hat, der nämlich ein Plädoyer für die Renaissance des öffentlichen Raumes hält. Und sagt, irgendwie sind wir inzwischen alle so timide, dass wir überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr haben in diesen ganzen Kulturinstitutionen, die ja von Steuern bezahlt werden.
Und er macht einen sehr konkreten 3-Stufen-Plan, einen Vorschlag in dem Heft 3 der Kulturpolitischen Gesellschaft, wie man diese Renaissance des öffentlichen Raumes in dieser sehr umkämpften und finanziell auch sehr strittigen Verteilsituation wirklich auch mit Selbstbewusstsein, aber auch mit eigenen Initiativen entwickeln kann. Und ich empfehle das wirklich, denn die meisten dieser Institutionen sind in der Tat steuerfinanziert. Ja, also ich glaube, dass sich Qualität durchsetzt und gerade sozusagen in einem immer diverser werdenden Markt und auch öffentlichen Raum sozusagen sich das letztlich durchsetzt und eben dadurch mehr Gewicht bekommt. Nicht? Das muss dann allerdings tatsächlich politisch gewollt sein und angegangen sein. Und es ist schon symptomatisch, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich Länder für bestimmte Prozesse auch Geld ausgeben. Ja, da steht Deutschland leider nicht an der Spitze, da ist man offensichtlich nicht so ehrgeizig. Ich wollte noch mal eine Sache sagen zu dieser Spielwiesenüberlegung, ja, und mein Statement von eben vielleicht so ein Stück relativieren. Das Problem, das wir haben in der gesellschaftlichen Diskussion, ist dieser Abwehrkampf, der geführt wird. Ja? Und wir vor diesem Hintergrund, wie kriegen wir einen gerechten Interessenausgleich hin, was ja ein völlig richtiges politisches Ziel ist, das zu machen. Ja? Und niemand will das Urheberrecht abschaffen, sondern wir überlegen nur, wie kann es neu funktionieren. Ja? Aber vor diesem Hintergrund dieser politischen Diskussion vergessen wir, wie großartig im Grunde die Möglichkeiten heute sind. Das klingt trivial, aber es ist sozusagen, es gibt unfassbare neue Möglichkeiten. Und wir verstellen die uns politisch, weil wir eben in dieser Diskussion, wie können wir erhalten und wie kann man welche Linie verteidigen gegen diese irren Umbrüche und so weiter. Und wenn man sich eben das auch mal aus diesem nationalen Kontext heraus so eine globale Geschichte gibt, ja, also wie man Wissen global heute teilen kann, ja, dann steckt da drin so eine ungeheure Chance, ja, auch Positives zu bewirken. Und da kann man natürlich versuchen, bei den gemeinfreien Gütern anzufangen und das Modell projektartig hochzuziehen, um damit den Mehrwert auch für alle anderen Bereiche darzustellen. Nur da brauchen Sie eben tatsächlich den politischen Willen, dafür auch erheblich Geld in die Hand zu nehmen. Nicht? Und um wieder zu Ihrem Ausgangsbeispiel zu kommen, gäbe es Bibliotheken heute nicht. Ja? Wir hätten das niemals, die öffentliche Bibliothek wäre nie eingerichtet worden und Sie würden sich heute politisch hinstellen und sagen, also ich habe folgenden Plan für Deutschland, wir werden in 1000 Städten, werden wir öffentliche Gebäude errichten und dort werden Bücher, DVDs, CDs und Filme für umsonst zugänglich gemacht werden. Da kann ich Ihnen aber sagen, was los wäre. Ja, also umsonst Kultur wäre da gar nichts, was man sich anhören müsste, sondern alle würden Sozialismus schreien. Aber im Grunde müssen wir diesen Gedanken dieser Institutionalisierung für den öffentlichen Raum, fürs Allgemeinwohl, den müssen wir jetzt digital angehen und dafür muss man dann eben auch Geld in die Hand nehmen. Ich glaube auch nicht, dass wir es eilig haben. Also dass der Zeitdruck ist, glaube ich, nicht das Problem, insbesondere bei kulturellen Institutionen. Denn bei Brockhaus und Enzyklopädie Britannica hatten genau so lange Zeit, solange sie ihre Angestellten mit ihren Einnahmen bezahlen konnten. Und in dem Moment, in dem sie das nicht mehr konnten, hatten sie keine Zeit mehr. Und einen Segen bewegen wir uns, wenn es um kulturelles Erbe geht, in einer nicht marktwirtschaftlich dominierten Situation. Und das ist eine enorme Chance. Das soll und muss staatlich finanziert werden. Und das nimmt zumindest mal diesen wirtschaftlichen Druck raus. Bevor jetzt aber alle ausatmen und sagen, würde ich sagen, damit verbunden allerdings ist natürlich eine extrem hohe moralische Verpflichtung, eine gesellschaftliche Verpflichtung. Denn wenn die Gesellschaft sich darauf einigt und geeinigt hat, und ein Segen hat sie das getan, diese Institutionen staatlich zu finanzieren, und ich wäre eigentlich dafür, es zu 100% zu tun und ihnen aufzuerlegen, sie müssten sich noch irgendwoher mit der Verwertung zum Beispiel ihrer Werke noch ein bisschen was dazu verdienen, sondern eigentlich ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, die gesellschaftlich finanziert werden muss. Aber damit verbunden ist natürlich auch ein Anspruch der Gesellschaft, wer immer das jetzt ist, also eine Anspruchshaltung, eine berechtigte. Die darf nicht arrogant sein, die darf nicht im Sinne von ihr müsst jetzt, aber das ist natürlich eine Verpflichtung, die Sie sicherlich alle nicht anders sehen. Also aber deswegen glaube ich, dass in diesem Bereich der wirtschaftliche Druck nicht so groß ist und das gibt uns die Zeit und auch die Möglichkeit,
aber eben auch die Verpflichtung, Sachen auszuprobieren. Und das Ausprobieren ist, glaube ich, das, was, wir hatten das Beispiel mit dem Buchdruck gerade mit Gutenberg. Es gibt schon einen Grund, warum der Duden erst ein paar hundert Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks erfunden wurde. Also, dass man die Regeln der Rechtschreibung erst später kodifiziert hat und erstmal diese Technik hat wirken lassen und sich danach überlegt hat, okay, wie muss jetzt das Geschriebene richtig sein, damit es richtig ist. Und daran könnten wir uns vielleicht auch orientieren. Ich glaube nicht, dass wir ein paar hundert Jahre Zeit haben, aber ein bisschen Möglichkeit der zum Ausprobieren sollten wir uns schon nehmen, bevor wir den Duden des Internets schreiben. Ich gucke jetzt ins Publikum, sehe die ein oder andere Zustimmung, die ein oder andere gekreuzte Stirn und merke, es ist wichtig, dass wir nicht nur hier oben diskutieren, sondern dass wir auch dazu kommen, dass sowohl das, was die Besucher hier an Statements abgegeben haben, als auch das, was ihnen jetzt vielleicht auf den Nägeln brennt, noch diskutiert werden. Deshalb schlage ich vor, wir tauschen bald die Plätze und dann haben wir das große Privileg, hier einfach als Zuhörer zu setzen und die Moderation wird Matthias Spielkamp übernehmen. Bevor wir das aber tun, in einer Abschlussrunde eigentlich zwei Fragen. Eine allgemeinere und offene und eine sehr konkrete und die kann auch ganz kleinteilig beantwortet werden. Was ist die Vision und was ist der nächste Schritt beim Zugang zum kulturellen Erbe? Pavel, fängst du an? Die Vision ist, das gesamte Wissen der Menschheit allen Menschen frei zur Verfügung zu stellen. Und der nächste Schritt ist der nächste Edit. Ist der nächste Edit in der Wikipedia. Das ist mein nächster Schritt, wie ich da etwas für tue. Ja, die Vision ist, liegt im Nebel des Nicht-Vorstellbaren, was diese Technik alles bewirken wird und die Umbrüche, die kommen werden. Der nächste Schritt ist von mir bedauerlicherweise schon genannte, die Erkenntnis, die gesellschaftliche Erkenntnis, dass es einen Prozess gibt, den man proaktiv, positiv aufnehmen muss und ihn gestalten muss und aus so einer Abwehr, aus Abwehrmechanismen herauskommt, dann tun wir als demokratisch offene Gesellschaft das Richtige. Die Vision ist, die Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert als unsere Chance zu begreifen. Und ich halte das für ein Projekt der Aufklärung im wohlverstandenen Sinne. Unweit von hier hat vor 230 Jahren Jacobi gelebt, ein weltberühmter, so berühmt wie Gauss mit der gaußschen Kurve, Physiker und Mathematiker. Und der hat die elliptischen Funktionen entwickelt und so, und der hat mal etwas Wunderbares gesagt. Am Punkt des Umbruchs einer Gesellschaft, und da sind wir, nicht besinnungslos nach vorne zu stürmen, sondern sich sozusagen zurückzuschwingen auf der Ellipse oder auf der Acht, wenn Sie so wollen, um sich zu vergewissern, mit welchen Prinzipien einer Gesellschaft wir nach vorne gehen wollen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, der dran ist. Und wir sind ziemlich dicht davor. Die Prinzipien einer Gesellschaft zu beschreiben, die gelten soll unter den neuen, auch ökonomisch sozusagen wertschöpfungskettenmäßig sich darstellenden Bedingungen. Meine Vision habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Wir werden uns irgendwann in den Arm liegen und sagen, oh Gott, ja, haben wir uns das schwer getan. Die Vision heißt also in der Tat digitale Bibliothek und verfügbar das Wissen. Und es werden wieder neue Wertschöpfungsketten auch entstehen dadurch. Und der nächste Schritt ist in der Tat, auch das wurde hier schon gesagt, dass es genügend Geld gibt, um erstmal das Gemeinfreie zu digitalisieren und in die digitale Bibliothek einzustellen. Das ist eine Mammutaufgabe, vor der wir gerade stehen und die dürfen wir auch nicht vergessen, also den ersten Schritt zu machen. Immer diese Visionsfragen. Ich würde es gerne noch erleben, dass ich hier durchs Museum gehen kann, dreidimensional, ohne dass ich hier sein muss. Und ich glaube, wenn das so wäre, dann wäre es schön für ganz viele Menschen auf der Welt, die nämlich gar nicht die Möglichkeiten haben, hierher zu kommen.
Und es wäre schön, wenn der nächste Schritt in die Richtung ginge, dass man sich weniger darüber Gedanken macht, ob das nicht alles verboten ist und wie man die Rechte dafür herkriegt und ob das nur dann, ob nur die gemeinfreien Bilder an der Wand zu sehen sind und die nicht verwaisten oder und die anderen ausgeblankt sind oder sowas, sondern dass man sich mal überlegt, ob das vielleicht eine Vision ist, die man teilen sollte. Gut. Jetzt tauschen wir. Jetzt werden wir zuhören und ich bitte Matthias Spielkamp nach vorne, der hier vortragen wird, was von Ihnen gekommen ist als Input und mit Ihnen weiter diskutieren wird. Ich reiche das Mikrofon einfach weiter.